So, willkommen zurück zu League of Legends. Ich stelle euch heute einen Skin vor, denn es kommen in nächster Zeit sehr viele Skins raus und anfangen werden wir damit, den Battlecast Kog'Maw Skin uns anzuschauen. Die Emotes haben sich leider nicht verändert, dementsprechend kann ich euch diese hier, oder enthalte ich euch diese mal vor, denn diese sind immer noch gleich geblieben. Fangen wir aber mit den Spells an, und zwar beginnen werden wir damit mit dem Q. Da schießen wir so eine kleine Bombe und das sieht wirklich sehr cool aus. Es ist auch generell sehr gut designt, muss ich sagen. Der W, unsere Range Upgrade. Da schießen wir so kleine Mini-Raketen. Da wird diese Knarre oben auf dem Kopf aktiv und wir schießen damit. Das ist quasi so eine Art Mörser. Sieht ziemlich cool aus. Ist auf jeden Fall optisch sehr gut gemacht. Kommen wir zum E-Spell, dem Void Zone oder Void Ooze. Void Zone, ich bin auch schon Panne. Und hat man ja gesehen, da fliegt so ein kleiner Feuerball durch die Gegend und verlangsamt die Gegner. Sieht auch sehr hübsch aus. Und zu guter Letzt natürlich die Living Artillery. Zack. Kommt so ein kleines Ziel und sprengt dann die Gegner weg. Also wirklich Battlecast, guck mal, habe ich mir schon immer vorgestellt, dass da ein schöner Skin rauskommen könnte. Ich werde jetzt natürlich noch einmal sterben, um die Ulti dann, um die Passive dann zu triggern. Oh nein, Darius, bitte nicht! Bumm. So, das waren einmal die Fähigkeiten. Ich würde sagen, ihr schreibt mir wieder fleißig in die Kommentare rein. Die Sounds werden sich vielleicht nochmal ein bisschen ändern. Vielleicht werden sich auch die Emotes ändern. Aber momentan, der Stand, wie er jetzt ist, da haben sich die Emotes gar nicht verändert. Nur die Spells an sich. Aber das finde ich wirklich schon eine schöne Sache. Hat sich wirklich einiges getan. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal den Recall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.